Pedal, Lagerwechsel. Die Lager hier drin, die knacken wohl ein bisschen laut Kunden. F20. Wie tauschen wir jetzt die Lager? Ihr braucht dazu, ich nehme jetzt hier einen Inbusschlüssel, 8 mm. Da stecke ich das Pedal drauf. Ganz banal, mach's mir einfach. Hab's am Schraubstock eingespannt, das gute Stück. Natürlich nicht das Pedal, sondern den Inbus. Und jetzt geht das los. Dann braucht ihr dafür ein 6er Inbusschlüssel, um die Abdeckung hier oben abzuschrauben. Das machen wir jetzt. Zack. Einmal abschrauben bitte. Runternehmen. Nicht in den Dreck fallen lassen. Hier die Dichtung sieht noch ganz gut aus. Fett ist auch noch ein bisschen was drin. Wunderbar. Beiseite packen. Nicht beachten erstmal. Dann gibt es von Hope ein spezielles Werkzeug. Das steckt man dann hier rein. Ganz simpel, alles ganz simpel. Dann benötige ich mal einen 10er Maul- oder Ringschlüssel. Ich nehme mal lieber einen Ringschlüssel. Und wir öffnen. Okay, und einmal entnehmen. Dann haben wir hier diese wunderschöne Mutter drin. Die kann auch ruhig drin bleiben. Jetzt können wir das Ganze auseinandernehmen. Raus. Die Dichtung nehmen wir gleich mit. Das sind nämlich zwei Dichtungen. Einmal hier eine große und einmal sitzt hier noch eine kleine. Die nehmen wir gleich mit raus. Die werden beide getauscht. Das ist die Welle, die wird sauber gemacht. Die Lager sitzen alle drei nur auf der Seite. Um die jetzt hier rauszubekommen, könnt ihr das überhaupt sehen, die Lager da drin, steche ich von hinten mit dem 6er Inbus einfach dagegen. Schwupp. Da sind sie. Jetzt sind die alten Lager. Das war es im Grunde genommen schon. Jetzt wird hier die Welle sauber gemacht, das Innenleben hier sauber gemacht und danach alles mit neuen Lagern wieder zusammengebaut. Ja, ist auch eingeschliffen hier. Schaut mal. Schön eingeschliffen. Hier auf der Seite ist mehr Abrieb. Da kommt er wieder. Da kommt er wieder. Jetzt mal halt schauen, wie lange das noch gut geht. Hier ist auch ein bisschen die Welle abgelaufen, eingelaufen. Kann man schon spüren. Seht ihr das, wie das da glänzt? So ein bisschen mehr glänzt. So ein kleiner Versatz ist da auch drin. Steck's wieder auf. Um das Innenleben hier sauber zu machen, nehmt da ein Tuch und reißt das der Länge nach einen kleinen Streifen ab. Den könnt ihr dann hier durchschieben. Und dann macht man das vielleicht wie ein Schornsteinfeger, sage ich. Mit noch einen Knoten. Genau, und damit mache ich es auch an. Zieht das durch. Genau, dadurch, dass sie dicker sind, machen die das ein bisschen sauber. Einmal sauber, schön reingucken. Also, jetzt geht's los. Dicke Dichtung. Dünne Dichtung. Und jetzt haben wir die drei Lager hier. Die sind alle ungefettet noch. Die müssen natürlich voll die Fettpackung kriegen. Wunderbar. Jetzt fetten wir die Lager noch ein. So, voll gefettet. Dann nehmen wir eine Speiche. Drücken die hier rein, einfach als Führung. Pedallagertausch. Denn es gibt ja auch tatsächlich so hochwertige Lager, also hochwertige Pedale, bei denen es sich lohnt, die Lager zu tauschen. Dann drücke ich mit dem Tool nach, im Grunde genommen. Zack, bis es drin sitzt. Und schraubt dann wieder fest. Weil in dem Tool sitzt ja noch unsere Mutter. Tool beiseite, bisschen sauber machen natürlich immer. Nehmen wir uns die Kappe, füllen das Fett wieder nach da oben. Nachgefüllt. Wie gesagt, die Dichtung ist schon in Ordnung. Die Dichtung kommt nicht mit dem Lagersatz. Leider. Weil das hätte man ja auch gleich noch mittauschen können. Dann ist wirklich alle Undichtigkeiten beseitigt. Wir setzen an, schrauben zu. Tolles Spiel, was ich jetzt erfunden habe. Und fertig ist das. Das war's mit den guten Hochpedalen. Und dann hoffen wir, dass sie noch eine Weile laufen. Also eine Runde werden sie noch machen, ein Lager leben, aber dann sind die Achsen fällig. Mindestens die Achsen. Gut, das war's. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Also, bis dann. Ciao.